Also hast du meine Rätsel gelöst und die Mondklinge gefunden. Darüber bin ich sehr erfreut. Also weswegen bist du hergekommen? Deine Neffen, Nesto und Don. Ach je, die beiden tun nicht Gute. Ich wusste, sie würden nicht weit kommen, ohne in ernste Schwierigkeiten zu geraten. Aber wie ich sehe, haben sie ihr Leben für dich gegeben und helfen dir immer noch auf deinem Weg. Ehrenwert. Meine Jungs, ich bin so stolz. Warum hast du die Mondklinge für mich versteckt? Ich sollte auf dich aufpassen. Und dein Vater gab mir die Mondklinge. Eine alte Waffe, die von dem zukünftigen letzten Begleiter getragen werden sollte. Sie wurde aus einem Material geschmiedet, das von den Sternen gefallen und in die Berge gestürzt war. Dein Vater sagte, dass ich die Klinge für dich bereithalten sollte, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Jahre zogen ins Land, du bist aufgewachsen und nichts ist geschehen. Die Klinge wurde stumpf und rostig und ich habe sie fast vergessen. Bis... Wer bist du? Ich war einmal ein berühmter Rüstungsschmied. Du hast die Preise gesehen, die ich hier in der Umgebung verliehen bekommen habe. Aber das ist schon lange Zeit her und ich brauche sie nicht mehr. Matteo war übrigens mein Lehrling. Sehr begabt, aber auch ungeduldig. Und nie war er zufrieden. Ich kannte deinen Vater. Als er noch ein Mensch war, verliebte er sich in eine Frau aus den Bergen. Du wurdest in einem eiskalten Winter geboren. Und sie gaben dich an Jarta weg. Denn dein Vater wusste, dass deine Geburt die Regel des ewigen Rates brach. Wie bist du gestorben? Eines Tages haben einige Männer an meine Tür geklopft. Männer, die man nie zuvor in den Bergen gesehen hat. Einer von ihnen, sie nannten ihn Victor, stellte Fragen über deinen Vater und wollte wissen, ob er Kinder hatte. Irgendwie wusste er, dass ich ihm etwas verheimlichte. Und er setzte starke Kräfte gegen mich ein. Aber ich verriet nichts. Im Gegenteil. Als er in mir keine Gefahr zu sehen glaubte, erzählte er sogar seinen Kameraden freimütig von seinen Plänen. Später schrieb ich die seltsamen Worte nieder, um sie einem alten, weisen Freund zu geben, namens Sophistos. Als sie wieder weg waren, schickte ich Sophistos einen Brief, damit er von diesen Plänen erfuhr. Aber dann ging alles schief. Der Brief ist offenbar nie angekommen. Und bald war mir klar, warum Victor so offen über seine Pläne gesprochen hatte. Er hatte mich vergiftet. Ich konnte nicht viel tun. Also schrieb ich mein Testament mit einem Hinweis auf die Mondklinge, der an dich gerichtet war. Als ich schließlich starb, verwendete ich all meine Kräfte darauf, die Mondklinge mitzunehmen, um sie in der Schattenwelt zu verbergen. Durch diese Tat wurde mir die ewige Ruhe verweigert. Und ich wurde ein Geist. Oh, du könntest meine Notizen über Victors Pläne nützlich finden. Nimm sie an dich. Danke für alles, was du für mich getan hast. Leb wohl. Endlich bin ich frei und kann einen alten Freund ein letztes Mal sehen.
Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe Neuigkeiten von dem Mann aus dem Waldhaus. Erstaunlich! Bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Und jetzt lass mich einen Blick darauf werfen. Ist das möglich? Victor hat die Knotenpunkte benutzt, die Kontaktstellen zwischen den Welten. Und er hat sogar... Nein, das ist nicht möglich. Er hat in einem fernen Land einen von ihnen gefunden und hat ihn hergebracht. Nach Venedig? Nein, direkt in dieses Haus. Wie schändlich! Wie konnte er nur dieses heilige Objekt wegbewegen? Was hat er nur getan? Und was bedeuten diese Zahlen? Er, der kein Buch liest, liest das erste Buch. Er, der das erste Buch las, liest das vierte Buch. Er, der das vierte Buch las, liest das dritte Buch. Und er, der das dritte Buch las, schlägt noch einmal nach im ersten Buch. Ist das ein Rätsel? Kannst du darin einen Sinn erkennen? Bitte versuch es. Wir müssen es zu Ende bringen. Das nenne ich mal eine Schmiede. Ich bin dir sehr dankbar. Auf Wiedersehen.